Der Tag begann heute gar nicht mal so schlecht und damit auch diese Handelswoche. Es war durchaus ein bisschen Optimismus am Markt zu erleben und dann kam allerdings die US-Konjunkturdaten und dann war es auch schon wieder vorbei mit dem Optimismus. Willkommen zu dieser Sendung. Es kristallisiert sich eigentlich immer mehr heraus, dass zwar die Fed immer davon spricht, dass wir eine robuste Konjunktur in den USA erleben, den die Fed eben nutzen möchte, um noch Zinsen anzuheben. Aber so richtig rein Wein schenkt uns da die Fed offenbar nicht ein, denn es kann der Fed nicht entgangen sein, dass es mit der Konjunktur in den USA nicht mehr so ganz zum Besten bestellt ist. Am Anfang sah das Ganze heute noch ganz gut aus in Asien und auch in Europa. Anteil hatte auf alle Fälle auch der Ölpreis, der in der Anfangszeit ordentlich gestiegen ist. Und es gab dann auch mehrere fundamentale Gründe, die man dafür auffahren konnte. Einer war unter anderem, dass China die USA als größter Ölkäufer abgelöst hat. Ob das allerdings eine wirklich gute Nachricht gewesen ist, das wage ich mal zu bezweifeln, denn dass die USA nicht mehr so viel Öl einkaufen müssen, liegt ja vor allem daran, dass sie ihr Öl inzwischen selber produzieren können und zwar zu Preisen, zu denen Saudi-Arabien und ja, Russland beispielsweise kaum fördern können. Denn die kleine Pause, die sich die amerikanischen Fracking-Firmen gegönnt hatten, als der Ölpreis das letzte Mal abgestürzt war, haben diese Unternehmen genutzt, um ja, letztendlich ihre Produktivität zu steigern. Und so hört man aus den USA mittlerweile, dass die Fracking-Unternehmen bis 20 Dollar durchaus profitabel produzieren können. Außerdem hatte den Ölpreis befeuert, dass es Produktionsausfälle in den USA und in Mexiko gegeben hat infolge eines schweren Sturms. Das ist also auch nur ein vorübergehender Effekt. Insgesamt bleibt der Ölpreis also durchaus unter Druck. Das konnte man dann heute Nachmittag auch schon wieder sehen. Und da drehten dann die Indizes auch schnell wieder Richtung Süden, was eben auch mit an den US-Daten liegt, die wir gleich noch sehen werden. Dazu kam heute Vormittag auch noch ein guter IFO-Geschäftsklimaindex, der den Markt heute Vormittag erst einmal gestützt hat. Außerdem gab es eben auch gute Laune letztendlich an den Märkten, weil in Italien zweimal rote Regionalbanken gerettet werden, natürlich auf Kosten des Steuerzahlers, auf wessen Kosten auch sonst. Die EU-Regel, dass keine Datenbank mehr mit Steuermitteln gerettet werden darf, die wird mal ad acta gelegt. Das geht auch ganz einfach. Die EU hat sich einfach für nicht zuständig erklärt und das Ganze zu einem regionalen Problem abgestempelt. Man braucht sich wirklich über EU-Frust und Europa-Frust nicht wirklich wundern bei solchen Gebaren, sei es wie es sei, sei es vielleicht tatsächlich so, dass es dafür eine Regelung gibt. Wer soll das noch nachvollziehen als Wähler? Also, dass der Europa-Frust immer darüber braucht sich dann auch niemand wundern. Nochmal willkommen zu dieser Sendung und das sind die Daten. Aus den USA gab es nämlich heute die Aufträge langlebiger Wirtschaftsgüter minus 1,1% im Mai. Das war nicht ganz so schlimm erwartet worden. Die Kernaufträge ohne Transport leicht im Plus, plus 0,1%. Da waren 0,5% plus erwartet worden. Auch der Chicago Fed National Activity Index mit minus 0,26 zeigt jetzt nicht unbedingt Wachstum an. Und anders in Deutschland, IFO Geschäftsklimaindex 115,1 Punkte, Allzeithoch. Das hat, wie gesagt, die Märkte durchaus befeuert. Japans Frühindikatoren hingegen auch ein bisschen schwächer als im letzten Monat und als erwartet trotzdem 104,2 jetzt nicht unbedingt der allerschlechteste Wert. Und da sehen wir schon, der DAX hat heute auf der Linie der 26 halt begonnen, schon im Future ziemlich dynamisch begonnen, ist also mit einem Gap, wenn man so will, gestartet. Und ist dann bis an die 12.840 sogar gestiegen. Und ich hatte ja immer gesagt, also auf der Oberseite, da ist die Wolkenoberkante auf alle Fälle mal ein wichtiger Widerstand bei 12.830. Viele haben das schon bei 12.800 gesehen und haben über 12.800 schon gejubelt. Juhu, jetzt ist die 13.000 wieder in Reichweite. Da war ich dann doch ein bisschen skeptisch und am Ende hat sich meine Skepsis spätestens nach der Veröffentlichung der US-Daten auch bewahrheitet. Wir sind also jetzt wieder am unteren Ende der Wolke. Im Ichimoku ist es ganz einfach so, dass die Wolke ein wichtiger Widerstand ist und diese Stunden-Ichimoku-Wolke hier, die ist nach wie vor sehr dick, wie wir sehen. Und damit ist eben auch der Widerstand dick und die Wolke ist und der Kurs ist nicht durch die Wolke durchgekommen. Zurzeit ist er auch noch nicht drunter wieder angekommen. Wir haben auf der Unterseite dann eben doch so den ein oder anderen
den einen oder anderen Support, weshalb auch letztendlich das für die Bären ebenfalls zurzeit eben schwer ist und wir eben durchaus davon ausgehen können, dass es vielleicht sogar weiter seitwärts geht. Aber wäre es ein ziemlich bärisches Signal, wenn wir hier diese lila schräge Linie, nämlich den Aufwärtstrendkanal nach Süden verließen. Der liegt zurzeit so bei 12.690, 12.700 Punkten herum. Und der sollte nach Möglichkeit halten, ansonsten könnte das Ganze schon gefährlich werden. Da muss man natürlich sagen, dass es auf der anderen Seite eben den Tenkan und den Kijun gibt. Der Tenkan, die blaue Linie, die zeigt nach Norden, der Kijun seitwärts. Das sieht jetzt also nicht so sehr bärisch aus eigentlich, obwohl wir fast durch die Wolke durch sind. Hier nochmal die Oberkante der Wolke bei 12.830, das ist für mich also der wichtige Widerstand, der dann heute mehr oder weniger eigentlich gehalten hat. Wir sind zwar mal kurz drüber gekommen, aber wie gesagt, das heißt eben dann nachhaltig. Nachhaltig ist am besten, wäre man gleich mal hochgestiegen, vielleicht bis 12.880, hätte sich dann nochmal korrigiert auf die 12.830 und hätte von da aus dann Anlauf genommen, die 13.000 anzunehmen. Das wäre ein schönes Szenario gewesen auf der Bullenseite. Das hat es aber eben nicht gegeben und so kann eben durchaus auch die Unterseite gespielt werden. Schauen wir uns mal schnell den 4-Stunden-Chart an. Da sehen wir eben auch, dass wir jetzt doch wieder die Gefahr laufen, nachdem wir jetzt also mal ganz kurz über die Wolke nochmal gekommen sind, wieder unter die Wolke zu tauchen. Da waren wir ja schon mal. Was wir im 4-Stunden-Chart allerdings auch sehen ist, dass das Ganze hier trotzdem auch nach wie vor eine ziemliche Seitwärtsveranstaltung ist. Es gibt einige Analysten, die sehen bei 12.660 Punkten noch eine Unterstützung. Die könnte man eben so sehen, dass man da ja eine lange Wolkenkante hat. Ich glaube allerdings nicht, dass die jetzt tatsächlich sehr tragfähig ist. Die 12.635 ist wahrscheinlich dann doch eher das Tief aus der letzten Woche oder aus der vorletzten Woche bei 12.615. Das könnte also nochmal ein wichtiger Support sein und wenn der nicht hält, dann haben wir eben noch die 12.490, das Tief von Mitte Mai und dann eben die 12.400, die wir dann auch hier nochmal sehr schön sehen im Daily Chart. Da haben wir dann auch die lange orangefarbene Kijun-Linie, die eben auch Unterstützung durchaus anzeigt. Knapp darunter, 12.370, haben wir dann noch die rote Wolkenlinie. Das ist so dann das nächste und große Unterstützungsniveau, wenn wir durch den Aufwärtstrend durchbrechen und Richtung Süden wollen, dann könnte das also durchaus in diese Region gehen. Hält das dann alles nicht, also hält die 12.370 nicht, und dann kann es auch ziemlich schnell unter die 12.000 gehen. Soweit ist es dann aber noch nicht, wenn wir uns den Ichimoku hier mal ganz genau im Daily Chart anschauen, den habe ich jetzt leider nicht auseinandergezogen, das geht zurzeit doch ziemlich seitwärts. Von der Warte aus, also die Entscheidung ist noch nicht getroffen. Der Tenkan hat den Kijun noch nicht nach unten gekreuzt. Also hier ist nach wie vor noch abwarten angesagt. Ziemlich brutal sieht das Ganze heute im Dow Jones aus, der erst einmal heute ordentlich zugelegt hat. Und sich auch nicht von den schwachen Daten hat stören lassen. Erst zur Eröffnung der Wall Street ging es erst nach Norden und dann erst nach 16 Uhr ging es dann plötzlich mit Schmackes wieder Richtung Süden, 21.500, da war dann plötzlich Feierabend. Wir haben hier jetzt natürlich einen ziemlich brutalen Umkehrstab erlebt und brechen wir jetzt wieder unter die 21.390, 380 drunter durch, dann tauchen wir im Prinzip wieder in diesen kurzfristigen Abwärtstrendkanal ein und könnten dann also durchaus Ziele um die 21.255 anvisieren. Sieht also auch hier zurzeit nicht so gut aus. Man muss natürlich mal ein bisschen abwarten, wie das Ganze hier weitergeht. Kann sich zum Beispiel der Dow Jones am Ende dann doch hier über der Wolke irgendwie halten, dann könnte das Ganze wieder ein bisschen freundlicher sich auswirken. Schauen wir ganz einfach mal, wie die Nummer aussieht. Der Ölpreis eben, wie gesagt, der hat heute erst einmal zugelegt, hat den Abwärtstrendkanal auf der Oberseite getestet und ist dann allerdings schnell wieder abgeschmiert. Ist aber interessanterweise jetzt wieder in der letzten Stunde hat sich wieder deutlich erholt. Wir sehen also, es ist viel Volatilität drin. Die Märkte zurzeit unentschlossen.
in welche Richtung das Ganze weitergehen kann. Denn wenn man sich hier diesen grünen, die grüne Kerze ganz rechts anschaut, dann müssen wir auch hier sagen, das ist ein Umkehrstab. Die grüne Kerze ist ein bisschen länger als die rote davor. Ob das Ganze da allerdings so bleibt, das ist die letzte Kerze, die war von 17:38 Uhr. Das müsste man dann nochmal ganz kurz schauen. Ich versuche das jetzt mal ganz live nochmal nachzuvollziehen, ob das Ganze dann geklappt hat am Ende. Das hat geklappt. Ist sogar noch ein bisschen stärker geworden und ist dann noch bis 43:50 Uhr fast gestiegen wieder. Zurzeit ist es gerade wieder auf Gegenkurs. Also hier ist noch nicht so ganz klar, wie das Öl sich weiterentwickeln kann. Es ist durchaus möglich, dass wir dann doch die Unterseite weiterhin sehen. Für mich ist das Ganze hier, was hier an Erholung seit dem 21. Juni, seit dem Test der 42-Dollar-Marke letztendlich gelaufen ist, eher eine korrektive Bewegung. Das hat hier wenig mit einer dynamischen Gegenbewegung und einer Trendumkehr zu tun. Also hier ist nach wie vor die Gefahr ziemlich groß, dass wir nochmal die Unterseite testen und eventuell sogar durchbrechen. Unterwegs, also die Volatilität auf den S&P 500 hat dann also auch die amerikanischen Aktienmärkte deutlich nachgegeben haben. Der hat dann ordentlich zugelegt. Allerdings hat er jetzt das Ganze auch schon wieder ein bisschen relativiert. Der blaue Tenkan ist übrigens noch unter dem Kijun. Also so richtig Gefahr. Und so richtig Verunsicherung scheint am Markt immer noch nicht zu sein. Man ist immer noch relativ ruhig. 10,2 Punkte ist jetzt nicht unbedingt eine sehr hohe Volatilität. US-Dollar, japanischer Yen schafft es erneut, zumindest bisher nicht, die 111,75 mal aus dem Spiel zu nehmen. Ist wieder ein bisschen zurückgefallen, bleibt aber über der Wolke, ist also auch noch nicht so dramatisch, muss man sagen. Also, dass man jetzt hier zum Beispiel also sehr stark den sicheren Hafen sucht. Klar, nach den Daten aus den USA schon mal ganz kurz, hat den Dollar eben auch geschwächt. Aber insgesamt ist das alles nach wie vor ziemlich moderat. Euro, US-Dollar, dann eben auch die Kehrtwende, nachdem es erst einmal eine Korrektur gegeben hat. Haben die US-Daten dann dafür gesorgt, dass es einen neuen Test gegeben hat, der 1,1215 bis 1,1220. Ja, bis jetzt sind wir aber eben auch noch nicht drüber. Das müssten wir aber, um dann eben die 1,1295 anzuvisieren. Cable heute eher seitwärts unterwegs gewesen. Es sah schon mal nach Korrektur ein bisschen aus, wurde dann aber auch wieder sofort gekauft. Auch hier ist schwierig. Wir sehen also auch hier ziemlich viel Volatilität, aber wir sehen eigentlich eben keinen übergeordneten Trend irgendwie, dem man jetzt folgen könnte. Ist gerade ein bisschen schwierig. Die Commerzbank war eine der Profiteure, wie überhaupt eben die Banken, davon, dass wieder mal der Steuerzahler ein paar Banken rettet. Und da hat die Commerzbank zum Beispiel heute auch gleich mal wieder 2,2% gewonnen. Insgesamt ist das hier allerdings eine ziemlich coole Seitwärtsrange, die wir hier zurzeit bewegen. So richtig viel Musik ist da nicht drin, nachdem ja sich die Commerzbank zuletzt doch ganz ordentlich entwickelt hat. Wenn wir uns den Weekly Chart anschauen, naja, nächstes Ziel könnte so die nächste größere Wolkenstufe sein, so irgendwo bei gut 11 Euro bis dann eben, naja, zu den Hochs aus dem Jahr 2015 bei gut 13, naja, bei 13,30 Euro rund ungefähr. Mario Draghi hat heute ernste Bedenken der EZB geäußert an der griechischen Schuldentragfähigkeit. Er schlägt sich also offenbar so auf die Seite des Internationalen Währungsfonds. Allerdings sagte Draghi auch, dass die EZB keine Tragfähigkeitsanalyse machen kann, weil der Notenbank einfach zu wenig Informationen vorliegen. Trotzdem beteiligt sich ja die EZB an der Rettung Griechenlands. Ist auch interessant. Also man hat keine Informationen, aber hofft mal das Beste. Wenn das mal eine gute Einstellung ist. Naja, in Italien fand man die Bankenrettung auch ganz gut, wie wir hier im italienischen Index sehen, im FTSE MIB. Da ging es heute bis fast wieder zum Monatshoch sogar. Bis also, naja, wir hatten hier mal so einen Ausreißer, aber ansonsten war es ja so bis 21.200 knapp ist man gekommen. Heute auch, sieht insgesamt gar nicht mal so unfreundlich aus. Der MIB gehört heute zu den stärksten Gewinnern der Indizes mit 0,8%, war nicht der allerstärkste, den allerstärksten zeige ich dann
Auch gleich noch vorher gucken wir uns aber den mysteriösen Flash Crash heute im Gold ab an. Es gibt hunderte von Erklärungsversuchen dazu. Insgesamt ist natürlich Gold sowieso weiterhin eher bärisch aufgestellt. Auf der einen Seite könnte es sein, dass die physische Nachfrage nach Gold, die zurzeit ziemlich ordentlich ist, bald ein bisschen einbricht, weil in Indien die Mehrwertsteuer um 3% angehoben werden soll. Auf der anderen Seite hat sich zum Beispiel John Williams heute von der San Francisco Fed für weitere Zinserhöhungen ausgesprochen und gesagt, man braucht diese Zinserhöhung, um die Überhitzung der Konjunktur zu verhindern. Da frage ich mich natürlich schon wieder, was John Williams weiß, was die Daten nicht sagen. Nun ja, Jerome Powell von der Fed sieht außerdem sieht Spielraum für die Lockerung der Bankenregulierung. Naja, das kommt wahrscheinlich beim Gold alles nicht so gut an, ist zu vermuten. Das hat dann aber sicherlich diesen Flash Crash heute, den wir hier sehen, wo dann Gold mal ganz schnell von 1254 auf 1236 Dollar zurückgefallen ist, nicht verursacht. Beobachter, Marktbeobachter behaupten, es war ein Flash, war ein dicker Finger, also es hat mir jemand aus Versehen einen zu großen Verkaufsbetrag eingegeben und da ist es dann eben passiert. Nur wenn das so gewesen sein sollte, hätte ja eigentlich es eine schnelle Erholung wieder geben müssen. Die hat es aber eben auch nicht gegeben, weshalb da vielleicht doch fundamental irgendwas dahinter steckt. So richtig, wie gesagt, sind die Marktbeobachter sich da nicht einig und nicht im Klaren, was da genau passiert ist. Vielleicht erfahren wir es ja die nächsten Tage mal. Auf alle Fälle war es schon ein ziemlicher Rums. Auf alle Fälle war es auch ein ziemlich großes Volumen, gerade für einen Montag, wo Gold eigentlich jetzt nicht so voluminös gehandelt wird und auch davor und danach nicht gehandelt wurde. Im Daily Chart sehen wir, dass wir natürlich jetzt den Aufwärtstrendkanal gebrochen haben. Das könnte jetzt, das müssen wir mal noch abwarten, wie der Tag beendet wird, aber endet der Tag unter der unteren Begrenzung des Abwärtstrendkanals, dann könnte tatsächlich hier ausgelöst werden, was ich schon ein paar Mal angesprochen habe, wenn wir hier durchbrechen, dass wir dann eben doch mit 1214 Dollar rechnen können. Der Sieger des Tages unter den Indizes war der Swiss Market Index, der hat heute 1% zugelegt und hat mal sogar ganz kurz hier über die 9134 drüber geguckt. Jetzt habe ich gar nicht ganz genau geschaut, ob das vielleicht dann sogar ein neues All-Time-High war. Das muss ich dann jetzt auch noch schnell mal ergründen. Denn, ja, das müsste man ja dann schon. Ja, das war ein neues All-Time-High, wenn ich das jetzt richtig sehe. Nö, war es nicht. Es gab der Swiss Market Index hatte 2015 schon mal doch noch deutlich höhere Kurse. Der war dann also schon mal bei über 9500 Punkte. Da hat er also doch noch ein bisschen zu tun. Trotzdem Dollar, tolle Performance heute, 1% plus. Das lag im Großen und Ganzen eigentlich nur an einer einzigen Aktie, nämlich an der Nestlé-Aktie. Der Hedgefonds Third Point ist da eingestiegen mit einer Investition von rund 3,5 Milliarden Dollar und hat auch gleich mal ein paar Ansagen gemacht, was bei Nestlé in Zukunft anders laufen muss. Das Portfolio sollte zum Beispiel mal genau überprüft werden und es sollte für alle Produkte eine Mindestmarge festgelegt werden. Das fanden die Märkte zumindest mal ziemlich gut, plus 4%, ob es für die Mitarbeiter auch toll wird. Naja, schauen wir einfach mal. Die Lufthansa-Aktie hat heute profitiert. Die Lufthansa hat heute der Übernahme von Air Berlin eine Absage erteilt. Das fanden die Anleger ebenfalls ziemlich klasse. 3% nach oben ging es da für die Lufthansa. Bei der Lufthansa muss man allerdings sagen, dass er erstens mal ziemlich nah am Allzeithoch steht bei 20,25 Euro und dass die meisten Analysten Kursziele haben, die deutlich unter dem jetzigen Kurs liegen, nämlich nach wie vor irgendwo zwischen 13 Euro und 15,50 Euro. Von der Warte aus dürfte die Lufthansa-Aktie eher überbewertet sein, weshalb da ein Einstieg zurzeit wahrscheinlich eher keinen großen Sinn macht. Ethereum hat heute wieder deutlich verloren, 17%, also die Einbahnstraße ist lange vorbei. Es wird zurzeit zurückgerudert erst einmal. Nächste Unterstützung dürfte so bei 200 Dollar liegen, da haben wir dann so eine Wolkenlinie da rechts. Das könnte also nochmal irgendwie
Spannend. Da werden und auch die Bitcoins haben heute wieder nachgegeben, allerdings nicht ganz so dramatisch, 1,8%. Ja, aber auch hier ist erstmal die 3000, die ja hier schon fast im Visier war oder die man fast erreicht hatte, die ist erst einmal ein Stückchen wieder in weite Ferne gerückt, sagen wir es einfach so. Schauen wir noch, was es ansonsten heute und morgen noch an Terminen gibt. Heute Abend spricht noch Mario Draghi in Sintra, da gibt es das Forum Zentralbanking. Und in der Nacht gibt es die Handelsbilanz aus Neuseeland. Morgen spricht dann Mario Draghi gleich nochmal. Da gibt es dann die offizielle Eröffnungsrede fürs Forum on Centralbanking in Portugal, also in Sintra. Sintra, wunderschön. Gibt es ein sehr schönes Schloss. Und wer gut zu Fuß ist, kann auch einen Berg hochlaufen zu einer Araberburg. Kann ich nur empfehlen. Sollte man mal machen. Das war kurz die Abschweifung in den Tourismus. Und ja, dann spricht John Williams nochmal von der San Francisco Fed. Wird er in Sydney wahrscheinlich nichts anderes sagen, als er heute gesagt hat. Und dann gibt es noch den Case-Shiller-Hauspreisindex und das CB-Verbrauchervertrauen. Das dürfte morgen der wichtigste Termin aus den USA sein, um 16 Uhr. Patrick Harker ist auch gerade auf Auslandsreise. Also die Fed-Mitglieder machen gerade ein großes Reiseprogramm. Patrick Harker morgen dann in London und am Abend dann API-Rohölbericht. Wir wissen, das Rohöl ist mittlerweile auch sehr wichtig für den Aktienmarkt. Schauen wir ganz einfach mal, was uns da erwartet morgen. Für heute war es das aber erst einmal. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche einen wunderbaren Abend.